In dieser Folge Tour meines Lebens steigen wir bei bescheidenem Wetter auf ins Hochgebirge. Das ist crazy, wie hier die Wolken wieder zuziehen. Quere ich mein allererstes Schneefeld und besteige meinen bisher höchsten Gipfel. Wie war die erste Nacht? Erschreckend erholsam. Draußen haben wir jetzt schön früh morgens schon die Kuhglocken gebimmelt. Da bin ich wach geworden. Aber ich bin ready für Tag 2. Weil wir vor dem Frühstück noch Zeit haben, packen wir unsere Rucksäcke. Hüttenschlafsack, Handtücher, Waschbeutel, alles muss für unseren zweiten Tag Alpenüberquerung ordentlich verstaut werden. Auf dem Weg zum Frühstück trägt Hanna uns ins Hüttenbuch ein. Mein persönliches Highlight auf der neuen Bamberger Hütte? Das Frühstück. Sowas hatte ich mir nicht ausgemalt, als wir gestern losgegangen sind. Neben Brot, Aufschnitt und Marmelade gibt es mehrere Müsli-Sorten, Früchte und Nüsse. Und ich hatte mir schon Sorgen gemacht, dass veganes Essen für mich auf dieser Alpenüberquerung zu finden ein echtes Problem werden könnte. Von wegen. Mega. 18 Kilometer, 700 Aufstiegsmeter und 1400 Höhenmeter runter stehen heute für uns auf der Tagesordnung. Das hört sich für mich schwer nach anschließendem Muskelkater an. Draußen erwartet uns eine Welt aus mystischen Wolken und eine Sonne, die verzweifelt versucht, zu uns durchzukommen. Mein Muskelkater ist erschreckend wenig, aber ich habe die böse Vorahnung, dass es heute im Laufe des Tages erst noch kommt. Bis jetzt geht es ganz gut. Schultern ein bisschen vom Rucksack, die merke ich, und so ein bisschen den Hintern, aber ansonsten geht es noch ganz gut. Ja, mal schauen, ob das hoffentlich so bleibt. Noch bevor wir uns so richtig eingelaufen haben, hat Hanna schon eine spannende Pflanze gefunden, die sie per App bestimmen will. Und ich habe aber eine ziemlich geile so Pflanzenbestimm-App. Schauen wir mal, ob es geht. Flora Incognita heißt sie. Und das Ergebnis? Halbkugelige Teufelskralle. Okay, jetzt geht's aber wirklich los. Weil ich auf dieser Tour unbedingt noch einen Gipfel mitnehmen wollte, ist heute unser erstes Ziel der 2359 Meter hohe Triskopf. Aber bevor wir ihn erreichen, geht es über liebliche Almböden, immer am Wasser entlang, hinauf Richtung Nadernachjoch. Als wir zu meiner großen Freude auf ein paar Kühe treffen, entpuppt sich Hanna als heimliche Kuhflüsterin. Bei der Hanna sieht es eher so ein bisschen halt therapeutischen Behandlung aus, so wie, ja, ich weiß, du hast ein hartes Leben, aber ich verstehe es, aber jetzt ist okay. Von mir oder von der Kuh? Nee, du die Kuh so ein bisschen. Ja, Hörner weg, hier Ohren gepierst, blöde Glocke. Genauso edgy wie du. Man muss es einfach so sehen. Ich meine, wer wird nicht gern hinterm Ohr gekrault? Da hat sie wohl recht. Kein Wunder, dass hier alles so grün leuchtet, bei dem ganzen Wasser. Immer wieder kommen wir an kleinen Strömen vorbei, die die Hänge hinunter plätschern und sich im Hochtal zu einem Bach sammeln. Show me a way out, give me a side of the story. Throw me a rope in. Da unten siehst du so ein bisschen, wo sich das Wasser quasi in der Senke so ein bisschen sammelt. Das ist auch sau wichtig halt für so ein Wasserhaushalt im Gebirge. Warum genau? Weil das Wasser quasi speichert. Also wenn es von oben runterkommt, als Schmelzwasser zum Beispiel oder auch als Regenwasser, dann kann sich das da sammeln und so die Ökologie und die Pflanzen einfach in so einer Senke, die sich da quasi in diesem Feuchtgebiet ansiedeln, die bilden da dann so ein Ökosystem aus, dass das Wasser speichern kann und dann auch, wenn es trocken ist, wieder an die Umgebung abgeben. Es gibt so richtige Moore auch im Hochgebirge, die wie so ein Schwamm eigentlich sind und sowohl das Tal vor Hochwasser schützen können, weil die es aufnehmen, als auch quasi ein bisschen das lokale Klima, sage ich mal, regeln. Bei ziemlich schlechter Sicht erreichen wir nach etwa 350 Aufstiegsmetern das Nadernachjoch.
Unser Zwischenziel, der Tristkopf, kommt in einem der wenigen wolkenlosen Momente in Sicht. Leute sehen wir schon den zweiten Tag in Folge keine. Dafür immer mehr Schneefelder. Meine Waden brennen so. Ich bereue gerade ein bisschen, dass ich so ambitioniert war und gesagt habe, ich will unbedingt auf den Gipfel. Aber sobald man oben ist, ist es ja dann zum Glück nicht mehr ganz so schlimm. Deswegen jetzt noch einmal durchhalten und dann sind wir gleich oben. Kurz vor dem Gipfel hält der Weg für mich noch eine Überraschung bereit. Okay, weißt du, wie man das am besten macht? Erklär's mir? Ja, also normalerweise, du gehst kurz quasi mit dem Max. Mein Herz klopft ganz schön, als ich mich auf mein allererstes alpines Schneefeld wage. Was ich in dem Moment noch nicht wusste, es sollte bei weitem nicht das letzte Schneefeld auf dieser Tour bleiben. Die letzten Meter zum windumtosten Gipfel bleiben steil. Das ist mein nächster Gipfel, so freue ich mich. Die wackelt. Oh, shit! Nach einer kurzen Kamerarettungsmission sind wir wieder auf dem Weg zurück zum Nadernachjoch. Dabei kommen wir an einigen dieser puscheligen Pflanzen vorbei. Kein Wunder, bei dem moorigen Boden, hier wächst Alpenwollgras am liebsten. Und dann kommt Hannas Highlight des Tages in Sicht. Eine Herde Haflinger grast hoch oben am Hang. Damit Hanna noch ein bisschen Pferde beobachten kann und bei mir schon arg der Magen knurrt, machen wir hier eine kurze Pause. Der Markus wäre ja eigentlich hier mitgekommen und jetzt hat er sich ja verletzt beim Skateboardfahren und jetzt kannst du mitfahren. Du hast ja hier oben schon so ein Evil Horn. Sag mal, wie hast du es eigentlich geschafft, dass du Markus Skateboard so präpariert hast? Was hast du da gemacht? Ein guter Bösewicht verrät doch eigentlich seine Geheimnisse nicht, oder? So, lock mal schnell. Nee. Geil, Mango-Banane. Nach der kurzen Stärkung geht es für uns weiter durch das Almengebiet. Immer Krimmel entgegen. Und über matschige Kuhweiden. Ich empfehle festes, wasserfestes Schuhen. Der Weg führt uns durch einen richtigen Märchenwald. Drunter oder drüber? Drunter. Jesus. Mir tun die Fußsohlen weh. Ich merke schon richtig, ja. Arg. Es geht. Den Rest schaffe ich jetzt auch noch, aber. Hast du Blasen oder geht's? Müssen wir gucken. Ich glaube, es geht, aber das wird sich zeigen. Und dann sehe ich sie. Die berühmten Krimmler Wasserfälle. Da müssen wir morgen hoch. Auf den letzten Metern erstreckt sich vor uns Krimmel und das Salzachtal. Ich kann gar nicht glauben, dass wir schon von Tirol bis ins Salzburger Land gewandert sind. Und das ohne einer Menschenseele zu begegnen. Ich bin so froh, weil ich duschen kann. Und gleich darauf kommt unsere Unterkunft schon in Sicht. Das Haus Grübel. Grüße gehen raus an Namensvetter Markus, der daheim den verletzten Fuß hochlegen muss und dessen Skateboard ich auf jeden Fall nicht sabotiert habe. In der Unterkunft angekommen, kann ich auch endlich die Wanderschuhe ausziehen und finde zum Glück kein Anzeichen von Blasen. Den Weg für morgen sehen wir schon vom Fenster aus. Hoffentlich bei besserem Wetter. Spoiler, das Wetter bleibt gleich.
Boah, heute ging es so entspannt los. Wir haben schon an der Hütte angefangen. Das ist natürlich, da spart man sich den Hinweg, irgendwie so komischen Aufstieg. Man ist gleich im Gebirge, man geht aus der Tür raus und ist im Gebirge. Da habe ich mich noch so ein bisschen, soll ich sagen, fast gefreut, dass es doch nicht so schlimm wird, wie ich dachte. Und dann zog es aber richtig ordentlich an. Ich fand es richtig cool heute, wie die Hänge geleuchtet haben von dem Almrausch in Rosen. Das war einfach so schön. Und die ganze Stimmung war einfach richtig cool, so mystisch. Aber ich war heute auf dem höchsten Gipfel, auf dem ich jemals gewesen bin. Ich bin das erste Mal über ein Schneefeld gegangen. Alles in allem würde ich sagen, war es trotz der brennenden Waden und dem wahrscheinlichen Muskelkater morgen ein ziemlich guter Tag. Für morgen macht mir der Anstieg noch ein bisschen Sorge. Morgen ist halt einfach der härteste Tag. Naja, das dachte Franz zumindest noch. Es geht hoch raus, wir gehen weit, wir gehen 1500, 1600 Höhenmeter und das Wetter ist natürlich wieder so ein bisschen eine Herausforderung. Und ich mecke ja jetzt schon meine Beine. Mal gucken, wie das morgen früh sein wird. Ich hoffe auch echt noch ein paar mehr Tiere. Also so ein paar Murmeltiere fände ich cool. Ich glaube, da sind die Chancen auch ganz gut. Und ich habe gelesen, dass es hier auch Bartgeier gibt. Wenn das Wetter morgen halbwegs passt, haben wir ja vielleicht Glück. Ich fände es auf jeden Fall richtig nice. Aber hilft es nichts, wir müssen über die Alpen. Und ich freue mich natürlich dann, wenn man oben auf der Hütte angekommen ist. Dann ist der Ausblick immer grandios. Da muss ich mich jetzt so ein bisschen motivieren und an den Ausblick oben denken, an das schöne warme Essen, vielleicht einen heißen Kakao. Und dann wird auch der Aufstieg hoffentlich nicht ganz so schlimm. Das nächste Mal bei der Tour meines Lebens. Ich präsentiere die Grimmler Wasserfälle. Atemberaubend. Kämpfe ich gegen meinen Muskelkater, während uns ein heftiges Gewitter im Nacken sitzt. Und wir erleben die Schönheit des Hochgebirges im Nationalpark Hohe Tauern. Stay tuned.